Das ist doof, ja. Überlebensverstecke sind echt hart, wenn wir sie nicht sehen können. Dazu bräuchten wir natürlich so eine Karte. Die müssen wir auch erstmal finden. Die sind meistens auch ziemlich gut versteckt oder so ein Rucksack. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Shadow of the Tomb Raider, Folge 71. Genau hier waren wir erstmal stehen geblieben. Hier geht's direkt weiter. Viel Spaß beim Let's Play weiterhin und los geht's. Hier sind wir definitiv falsch. Also, wir sind ja dabei, alles zu vervollständigen gerade. Ich würde es jetzt einfach so machen. Ah, warte mal. Das hier ist es doch, oder? Nee. Ich verstehe halt nicht, was ich. Das Problem ist, wir haben halt so vieles schon gemacht. Da ist einfach das Problem, dass es sein kann, dass wir einige Sachen übersehen haben, wo wir schon waren. Das ist das Hauptproblem bei den meisten dieser Sachen. Deswegen gehe ich jetzt einfach nochmal hier rein, um hier zu gucken, ob wir hier vielleicht noch das ein oder andere Überlebensversteck finden. Das ist ja so ziemlich das meiste Problem. Gerade so hier in solchen Zwischenräumen findest du halt doch schon ganz gerne mal noch so einen Rucksack oder so. Ich erinnere mich, dass wir hier waren, ja. Also ich meine, die Fallen hier haben wir selber ausgelöst. Aber in jedem Raum kann im tiefsten hinteren Versteck noch was sein. Und ich will wissen, was. Ja. So. Na. Genau, hier war das Grab selbst. Hier geht's noch weiter. Ja. Hier ist nichts mehr, ne? Nein. Ist nur noch Gold. Dafür habe ich nicht genug Platz. So, mehr ist hier nichts, können wir nicht mitnehmen. Hier ist was ganz Interessantes. Ja, anders kommen wir ja gar nicht zurück. Okay, ja, hier ist tatsächlich alles leer. Ist aber mal denselben Weg zurück, den wir gekommen sind. Hier haben wir schon geguckt. Da gab es ja noch einen anderen Weg. Da war bestimmt nichts mehr. Oder wir können da auch noch gleich mal gucken. So, hier ging es ja irgendwo auch noch rein. Hier ist alles. Ja, hier ist nichts. Nichts? Belastend. Da ist nur rot. Ja, hier kommt man nur wieder hoch. Da ist rot, weil, ne? Und hier ist genau die andere Richtung, wo ich gesagt habe. Ja, hier ist tatsächlich nichts. Hier haben wir gründlich durchpoliert. Ja, kann man schon fast sagen. Natürlich jetzt gerade schlecht für uns. Ich würde sagen, bevor wir uns hier länger aufhalten, gehen wir erstmal weiter. Müssen wir dann später nochmal erledigen. Ja, wenn wir es uns aufschieben, wird es uns halt nicht. Ne? Also, davon wird uns die Arbeit eben nicht abgenommen. Das ist klar. Im Notfall werde ich mir im Internet anschauen müssen, wo die ganzen Sachen sind. Viele davon werden ja auch Secrets sein und so. Die wird man natürlich nicht ganz so leicht finden. Das ist kaum absolut klar. Ne? Ja, hier ist natürlich erstmal. Dafür habe ich nicht genug Platz. Nichts mehr. Hoppala! Oder etwa doch. Tja.
Und damit, Freunde, haben wir ein weiteres Versteck gefunden. Wir haben 6 von 9 Überlebensverstecken gefunden. Wir müssen halt so eine Karte finden. War in der Mitte nicht irgendwo so eine Karte, die ich mal nicht aufsammeln konnte oder so? Mir war so. Ich versuche übrigens immer noch nach diesen Pflanzen zu suchen, die das Spiel meint. So eine Aufgabe scheint jetzt ja nicht so krass schwer zu sein. Das Problem ist, wenn man nicht weiß, wonach man suchen soll. Ne? Das hier hatten wir schon gemacht. Könnte durchaus noch ein Überlebensversteck sein. Aber ne. Also ah. Interessant, ja. Schön. Wir haben noch was entdeckt. Super. Alles klar, hier war noch was. 2 Dinge. Schön. 18. Juli. Das erste, was ich heute Morgen sah, war mein Vater, der sein Taschentuch mit beiden Händen fest umklammerte. Mit weit aufgerissenen Augen starrte er ohne ein einziges Blinzeln in Rawleys Richtung. Er war von uns gegangen. Seine Wunden hatten sich vor einigen Tagen infiziert und schon kurze Zeit später war das Fieber ausgebrochen. Zwischen kalten Schweißausbrüchen, gequälten Schmerzenslauten und verwirrtem Gerede hatte Rawley immer wieder darauf bestanden, weiterzugehen. Vater versuchte zwar, ihn davon zu überzeugen, kehrt zu machen und uns allein weitergehen zu lassen, aber Rawley hatte eines unmissverständlich klargestellt. Ihn zurückzulassen würde seinen Tod bedeuten. Also setzten wir unseren Weg fort. Wir waren weiter von jeglicher Zivilisation entfernt als je zuvor und trotzdem waren wir so töricht, uns weiter voranzuschleppen. Auf Wiedersehen, alter Freund. Wenn man nicht weiß, was man tut. Story abgeschlossen. Unbekannte Expedition 2. Okay. Warum nicht? So, ein einziges Dokument fehlt noch. Wir sind da auf einem guten Wege, Freunde. Es macht vielleicht doch Sinn, einfach mal hier ein bisschen rumzulaufen. Ich finde es vielleicht auch mal ganz cool, weil so schauen wir uns die Gegend nochmal an. Die wunderschöne Map. Ja. Und ich finde, das hat sie sich wirklich verdient. Sieht doch ganz schick aus. So, hier geht es ja immer noch schön dahin. Ne? Das hier wäre eigentlich auch der ideale Ort für so ein Überlebensversteck, ne? Aha, aber wie es der Zufall will, ist hier keins. Alles klar. Ist hier? Nee. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Hier ist nichts. Schade. Ja. Schade.
Wir haben jetzt gerade so eine Rucksäcke. Wir brauchen eigentlich so einen Rucksack. Wie weit geht denn der Scheiß noch? Es geht bis hierhin noch. Und da ist dann Ende. Oh, hier war Trinity. Kann sehr gut sein, dass hier... Wobei, hier liegt eigentlich nichts in Kampfzonen. Liegt eigentlich nie was. Das wäre auch wieder so ein geiles Überlebensstück gewesen, ne? Jetzt können wir uns das alles mal in Ruhe anschauen, wo wir hier gekämpft haben. Wir haben ihre ganzen Sachen hier noch zurückgelassen. Und dann sind wir hier weitergegangen. Aber ich glaube nicht, dass da noch was liegt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Früher oder später werden wir da sowieso hingehen müssen. Aktuell heißt es wohl weitersuchen. Dafür habe ich nicht genug Platz. Verdammt. Okay, wir stehen auf dem Schlauch mal wieder. Ich weiß immer noch nicht, von welcher Pflanze die da... Da sind wir gestorben. Nice. Wunderbar. Einfach nur belastend. Nochmal Zeit. Digga, was sind das für Geräusche, Alter? Ist ja schrecklich. Wahrscheinlich, oder? Ja, wenn hier nichts ist, ne? Alter, diese Geräusche. Hier haben wir doch gekämpft, oder? Junge. Ja, als ob. Als ob der wieder da ist. Ich hab gar keinen Bock jetzt hier zu kämpfen, Alter. Was ist denn das? Ja. Ja, nochmal eine Errungenschaft. Ja, moin. Ja, haben wir aber schon gemacht. Nicht genug Platz. Ja, hier ist sogar noch Basislager. Easy. Schau mal an. Wie kann ich das denn übersehen? Lol. Weil es kein Dokument war, sondern nur... Na, toll. Nur
nur sowas. Ja, wieder nur Tücher, keine Pfeile. Ah. Junge. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Sträucher, gut und schön. Das ist aber nicht das, was ich brauche. Leider. Ne, das ist einfach nicht. Das ist doof, ja. Überlebensverstecke sind echt hart, wenn wir sie nicht sehen können. Dazu bräuchten wir natürlich so eine Karte. Die müssen wir auch erstmal finden. Die sind meistens auch ziemlich gut versteckt. Oder so ein Rucksack. Suchen auch schon die ganze Zeit danach so. Wenn man die jetzt auch nicht so gut sieht durch das, was man da macht. Hier ist nur das Grab. Wollen wir ja nicht. Schon aufgemacht. Hier ist eigentlich nichts. Ah. Eine Feder. Ein Dokument und drei davon und ein Wandgemälde. Ein Wandgemälde, Alter. Hä? Alles klar. Ja, bis Bad Hasen, Digga. Schön, oder? War ziemlich viel übersehen. Okay. Alles klar. Das ist tatsächlich gar nicht so leicht. Weil du keinen Plan hast, wo du suchen sollst bei den Überlebensverstecken. Es kann sein, dass hier in den Höhlen noch was ist oder dass hier irgendwo das ist und sowas. Das Areal ist halt auch ziemlich groß, ne? Ich meine, schaut es euch an. Ich glaube, wir sind ja jetzt eigentlich so ziemlich alles abgegangen. Ja, ich meine, ich kann immer und immer weiter laufen. Irgendwann kommt eben nichts Neues mehr. Hier ist nur wieder das Jaguar-Gebiet. Und hier findet man nichts. Das sind diese Blumen. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, schade eigentlich. Aha. Durch Zufall findet man immer mal wieder was. Das ist ja schön. 7 von 9. Ich weiß ja nicht. Überlebensverstecke sind halt leider immer so ein bisschen zufällig. Also, dass wir das hier gefunden haben, ist ja auch wirklich purer Zufall. Also, sagen wir es mal so, wie es ist, ja. Das hat ja nichts mit Wissen zu tun, wo das ist, so. Gar keinen Plan. Hm.
Pflanzen weiß ich leider auch nicht, was das bedeutet. Beziehungsweise wo wir da suchen müssen. Lebensversteck können ja auch genauso gut unter Wasser sein, ne? Das ist ja auch das Problem. Was heißt Problem, aber... ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Aber man weiß ja nie, ne? Denkt immer, ja, gerade wenn man so die letzten Sachen, die man nicht findet, die wollen, dass man die nicht findet, dass man sich zum Finden richtig Mühe geben muss. Sonst kannst du es direkt in die Tonne schieben. Aber hier unten leider nichts. Na gut, Freunde. Dann würde ich sagen, was das ist mal für diese Folge. In der nächsten Folge schauen wir mal, ob wir noch hier bleiben oder ob wir uns weiter ins nächste Gebiet machen und das erstmal hier auslassen. Und das dann zum Schluss noch machen. Ich bedanke mich bei euch wieder ganz herzlich fürs Zuschauen. Sage tschüss und bis zum nächsten Mal.